Dr. Günther Gerhardt auf dem Weg in die Universitätskinderklinik Mainz. Hallo, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu Praxismobil, Schicksale mitten in Deutschland. Ich besuche heute zwei Mukoviszidose-Patientinnen, Manuela Ott und Janine Kanzler. Bei Janine Kanzler hat sich der Zustand leider so verschlechtert, dass sie ins Krankenhaus musste. Und da schaue ich jetzt mal nach, wie es ihr geht. Eine junge Frau wartet auf eine neue Lunge, voller Hoffnung auf ein neues Leben. Ja, hallo Janine. Guten Tag. Guten Tag. Ja, jetzt muss ich Sie im Krankenhaus besuchen. Was ist passiert? Ich habe am letzten Montag einen schweren Hustenanfall gehabt. Mhm. Und da hat meine Mutter halt hier angerufen. Und die haben dann gesagt, ich kann gleich kommen. Janine, Sie liegen ja hier auf der Kinderstation. Wie alt sind Sie? 19. 19, sind auf der Kinderstation. Ja. Ja? Die kennen sich halt am besten mit der Krankheit aus. Und sind hier bekannt, oder? Genau, schon jahrelang. Und wie oft waren Sie schon hier? Ach, das kann ich nicht zählen. Halt seit meinem ersten Lebensjahr komme ich alle. Ja. Früher waren es alle 3 Monate, also 4-mal im Jahr. Und inzwischen sind es schon alle 4 bis 6 Wochen. Also etliche Male. Wann bekommen Sie Ihre Antibiotika-Infusion? 4-mal am Tag. Mhm. Aber sagen Sie, Sie müssen nicht jedes Mal da die Ärzte eine Vene suchen, oder? Nein, ich habe hier einen Port. Da, wo ist der? Ach, da. Der wird geht einmal direkt angestochen und dann kriegen Sie da Ihre Infusion. Genau. Das ist praktisch eine Verbindung zum Blutgefäß, genau, damit man nicht jedes Mal die Vene suchen muss. Aber es geht auch noch mehr dadurch. Was bekommen Sie da noch? Nachts bekomme ich noch zusätzlich Fett. Ja, Sie kriegen ja Fett ab. Damit ich noch ein bisschen zunehme. Ja, ja. Stichwort Essen. Da müssen Sie auch aufpassen. Warum? Ich habe seit 5 Jahren auch einen Diabetes. Mhm. Und da muss ich auch Insulin spritzen. Mhm. Hängt auch damit zusammen, dass die Bauchspeicheldrüse eben von der Mukoviszidose auch betroffen ist. Ja. Ja, ja. Was schätzen Sie, wie viele Tage müssen Sie noch hier bleiben? 6 Tage. 6-mal schlafen? Mhm. Und dann geht's wieder nach Hause? Ja. Dann hoffe ich mal, dass die 6 Tage noch gut rumgehen. Mhm. Janine muss jeden Tag zur Krankengymnastik. Sie ist einer von rund 8000 Mukoviszidose-Kranken in Deutschland. Das größte Problem für sie, der zähe Schleim in der Lunge. Hast du heute schon viel abgehustet? Es geht. Es geht. Mit gezielten Griffen versucht der Physiotherapeut, diesen Schleim nach draußen zu befördern. Ja, komm. Gut. Ich muss eigentlich. Janine arbeitet gut mit, auch bei den weniger angenehmen Übungen. Das merkst du am Schluss, ne? dass du besser Luft kriegst. Aha. Mhm. Nicht so überzeugend. Nur so kann Janine die Wartezeit auf eine neue Lunge überbrücken. Denn eine andere Möglichkeit als die Transplantation gibt es für sie nicht. Mukoviszidose ist bislang nicht heilbar. Auch das ist schon Routine. Mehrmals am Tag muss Janine inhalieren, um den klebrigen Schleim in den Bronchien zu lösen. Zeit für die Visite. Janine und das Behandlungsteam kennen sich seit Jahren. Die Stimmung ist locker und vertraut. Wie ist dein Appetit heute? Gut. Ein ganzes Brötchen geschafft. Ganzes Brötchen? Mhm. Alle Achtung. Das Gewicht ist ein Problem. Gut. Janine wiegt nur 40 Kilogramm. Ihre Lunge hört sich heute gut an. Okay. Der Stationsarzt ist zufrieden. Tschüss. Nur essen muss Janine mehr, um ihr Gewicht zu halten. Auch Janine kann zufrieden sein. Nach 2 Wochen Therapie wird sie den zusätzlichen Sauerstoff nur noch nachts benötigen. Jeden Tag kommt Janines Mutter zu Besuch. Ja, hallo. Hallo. So, ja. Wir können uns ein bisschen unterhalten. Hallo. Wie geht's dir denn? Gut. Frau Iglesias. Ja. Sie besuchen Ihre Tochter im Krankenhaus. Ja.
Mukoviszidose? Ja. Wie haben Sie das eigentlich gemerkt, dass Ihre Tochter Mukoviszidose hat? Eigentlich schon bei der Geburt. Mhm. Da haben die das eigentlich schon im Vinzenz festgestellt. Aufgrund, ich hatte grünes Fruchtwasser und die Janine musste in den Brutkasten und da haben die einen Schweißtest gemacht und der war schon positiv. Der war schon positiv. Der Schweißtest, man weiß eben, dass bei der Mukoviszidose auch die Schweißsekretion nicht funktioniert, das kann man eben dann ganz früh schon feststellen. Und da haben Sie dann das erste Mal gemerkt, mein Kind ist richtig krank, schwer krank, hat Mukoviszidose. Also eigentlich wurde es richtig festgestellt mit einem Jahr. Mhm. Da wurde sie mit über 40 Grad Fieber ins Krankenhaus gebracht. Mhm. Und die haben sie auch eine Woche zur Beobachtung gelassen dort. Und später haben sie mir dann gesagt, dass die Janine Mukoviszidose hat und dass meine Tochter nur 20 Jahre alt wird. Das hat man der Mama gesagt, deine Tochter wird 20 Jahre alt. Große Sorgen. Ja, das war ein Schock für mich. Schock. Mhm. Janine, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, die Transplantation. Sie stehen auf der Liste? Ja, jetzt seit fast 2 Jahren. Mhm. Sie beide, Mutter und Tochter, Sie versprechen sich schon, dass Sie hoffen, Sie erhoffen sich schon etwas von dieser Transplantation. Ja, also ich hoffe, dass Ihre Lebensqualität besser wird dadurch. Mhm. Therapien braucht sie keine mehr zu machen. Mhm. Und sie kann ein selbstständiges, eigenständiges Leben führen. Mhm. Das wäre für Sie was ganz, ganz Wichtiges. Das wäre was Wichtiges für mich, ja. Mhm. So, ich lasse jetzt Janine und ihre Mutter alleine und möchte mit Dr. Kamin sprechen, dem behandelnden Arzt von Janine. Wir waren eben bei Janine Kanzler und sie hat uns ja schon eine ganze Menge erzählt. Trotzdem nochmal aus berufenem Munde sage ich mal, was ist denn so in kurzen Worten Mukoviszidose? Also bei den Mukoviszidose-Patienten und auch CF genannt ist einfach der Schleim in den ganzen wesentlichen Drüsen zu zäh. Das hauptsächlich ist die Lunge, das zweite ist die Bauchspeicheldrüse, wo die Kinder, später Erwachsenen, sehr schnell Probleme kriegen. Normalerweise sind die Flimmerhärchen in der Lunge von einer dünnen, feinen Schleimschicht überzogen. Diese Schleimschicht hat die Funktion, dass wie auf einem Förderband eingeatmete Partikel zum Rachen und zum Mund zurückdirigiert werden. Dann dort werden sie verschluckt oder ausgehustet. Bei der Mukoviszidose ist der Schleim unheimlich zäh und somit ist dieser natürliche Abtransport deutlich behindert. Die Luftwege verengen sich dann, verkrampfen sich, der Mensch kriegt keine Luft mehr. Und zudem setzen sich dort auch Bakterien fest und es drohen dann gefährliche Lungenentzündungen, da die auch natürlich die Bakterien dann nicht mehr abtransportiert werden können und sich auf dieser Lunge, auf diesem zähen Schleim festsetzen. Und letztendlich versucht der Körper sich dagegen zu wehren und attackiert diese Bakterien. Es kommt dann dazu zu Freisetzung von chemischen Substanzen, die ebenfalls auch aufgrund des Zellenschleims nicht abtransportiert werden können und letztendlich dort als Zeitbombe die Lunge so weit schädigen, dass sie irgendwann kaputt ist und das Ganze nicht mehr mit dem Leben vereinbar ist. Woran erkennt man jetzt letztendlich, das könnte eine Mukoviszidose sein? Zuerst haben die Kinder, dass sie ganz schlecht gedeihen, dass sie Fettstühle haben, das fällt den Müttern auch auf. Mhm. Das zweite Symptom in der Kindheit ist halt, dass sie obstruktive Bronchitiden haben, sehr häufig, sich teilweise anhören, als wenn sie einen Keuchhusten haben, den es ja heute zum Glück gar nicht mehr gibt, wegen Impfen. Mhm. Und dann sollte man einen Schweißtest machen. Mhm. In diesem Schweißtest kann man recht schön, sehr zügig herauskriegen, ob ein Kind eine Mukoviszidose hat oder nicht. Bauchspeicheldrüse, da ist ja dann noch immer die Gefahr des Diabetes, der Blutzuckerkrankheit. Wann kommt das? Tollerweise hält die Bauchspeicheldrüse mit der Insulinproduktion für ungefähr 2 bis 3 Dekaden, also 20 bis 30 Jahre Stand. Mhm. Bei Janine waren wir ja bei etlichen Therapien dabei. Inhalation, Sauerstoff, Medikamente, Krankengymnastik. Aber wann kommt der Zeitpunkt aus Ihrer Sicht auch, wo Sie sagen, jetzt geht nichts mehr, jetzt muss transplantiert werden? Es gibt irgendwann eine Phase, wenn Sie merken als Arzt, dass der Patient in eine chronische Atemschwäche hineinrutscht. Mhm. Und dann müssen Sie sehr gut auf ihn aufpassen. Dann merken Sie auch, dass der Antibiotikaverbrauch nach oben geht, dass es immer enger wird, dass die Kinder, Erwachsenen ins Krankenhaus kommen, immer enger hier vorgestellt werden. Und irgendwann müssen Sie sagen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man zumindest an eine Lungentransplantation denken muss. Mhm. Und dann muss man erstmal den Mensch listen und dann dauert es ja meistens 3 bis 4 Jahre, bis wir dann eine Lunge haben und dann muss man das Organ austauschen. Abschließend die Frage, gibt es am Ende des Tunnels, der Tunnel heißt Mukoviszidose, ein Licht, wo man dann sagen kann, irgendwann
brauchen wir diese Medikamente nicht mehr. Irgendwann geht es auch ohne Transplantation. Das Licht ist immer die Gentherapie. Mhm. Und man sollte sie weiter vorantreiben. Wir sind aber noch nicht. Es ist ein kleines Licht. Nein. Der Tunnel ist ziemlich lang noch. Ja, der ist noch sehr lang. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen noch viel Kraft und viel Erfolg bei der Behandlung Ihrer Patienten. Vielen Dank. Ja, okay. Ja, mittlerweile ist eine Woche vergangen. Janine Kanzler ist zum Glück aus dem Krankenhaus entlassen. Und ich möchte jetzt mal sehen, wie es ihr geht. So, hallo, Janine. Hallo. Wie geht's Ihnen? Wieder besser. Ja, Sie sind jetzt aus dem Krankenhaus entlassen? Ja. Seit gestern? Mhm. Haben wir noch mal eine Lungenfunktion gemacht? Ja, ich habe jetzt wieder knapp 60%. Hey. Und als ich reingekommen bin, hatte ich 35. Hey, das ist ja toll. Mhm. Und so allgemein? Ja, ich habe wieder 2,5 Kilo zugenommen. Toll. Und da geht es mir schon von der Luft her ein bisschen besser. Mhm. Kann man sagen, das hält jetzt erstmal eine Zeit lang so? Bei mir ist das so, das geht bei mir ziemlich schnell wieder so runter. Mhm. Deswegen warte ich ja auch auf die neue Lunge. Sie müssen eine Menge Medikamente einnehmen? Ja, also das hier ist Antibiotika, mhm. Das auch, das nehme ich immer. Und das hier ist halt zum Inhalieren, das ist zum Schleimlösen. Mhm. Auch ein bisschen Eisen ist auch dabei. Eisen, ja. Mit latenten Eisenmangel. Ja. Vitamin E. Ja. Verdauungs-, also Enzyme. Enzyme, genau. Mhm. Weil eben die Bauchspeicheldrüse auch mit betroffen ist. Genau. Und das sind halt Sprays für den Notfall auch, wenn ich akute Luftnot habe. Das ist mein Insulin. Spritzen Sie selbst? Ja, und das ist noch so eine Zusatznahrung, dass ich ein paar Kalorien mehr noch kriege. So, hochkalorisch. Jetzt steht ja die Lungentransplantation an. Wie gehen Sie denn mit diesem Gedanken um? Naja, ich hoffe halt, dass ich dann mit der neuen Lunge ein ganz normales Leben führen kann, so weit wie möglich. Mhm. Dass ich vielleicht arbeiten gehen kann, eine eigene Wohnung haben. Mhm. Und haben Sie eine Wohnung in Aussicht? Ja, ich ziehe in 2 Monaten um, und zwar Tür an Tür mit meinen Eltern. Ah, ist doch toll. Mhm. Tür an Tür und Balkon an Balkon. Ja, genau. Aha, aha. Ja, Janine, dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen dafür bedanken, dass ich Sie begleiten durfte, zu Hause, ins Krankenhaus. Und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und drücke Ihnen beide Daumen, dass das mit der Lungentransplantation möglichst bald klappt. Es gibt ja eine Mitpatientin von Ihnen, Manuela Ott. Die hat diese Transplantation schon hinter sich. Und bevor ich, liebe Zuschauer, Manuela Ott jetzt besuche, stellen wir sie Ihnen kurz vor. Manuela Ott liebt das Tanzen. 5 Stunden ohne Pause sind für die junge Frau heute kein Problem mehr. In der Zeit vor der Lungentransplantation war das anders. Doch selbst damals, als es ihr noch schlecht ging, gab sie regelmäßig Tanzkurse. Gemeinsam mit Tanzpartner Henry. Es war so, dass die Manu in den letzten Jahren vor der Transplantation von ihrer Energie her und von ihrer Power immer weniger geworden ist. Und wir haben ja zum Teil 3 Abende in der Woche unterrichtet, 3 Stunden lang. Und sie hat das bis zur Transplantation durchgehalten. Die hat am Schluss quasi ohne Luft mit mir gearbeitet. Wie schlecht es wirklich um Manuela steht, weiß damals kaum einer. Schließlich hat sie nur noch eine Chance, die Transplantation. Das Warten beginnt. Das Problem ist, dass obwohl wir jetzt ein Transplantationsgesetz haben, die Bereitschaft zur Organspende in Deutschland eher schlechter geworden ist und wir weniger Organe zur Verfügung haben. Parallel dazu haben wir mehr Patienten, die auf Wartelisten auf ein Organ, zum Beispiel auf eine Spenderlunge, warten. Und wir haben auch viele Patienten, bis zu 30%, die während dieser Wartezeit auf ein Spenderorgan letztendlich versterben auf der Liste. Manuela hat Glück. Im März 2000, nach nur einem Jahr auf der Warteliste, ist ein passendes Organ gefunden. Professor Meyer setzt ihr in einer 5-stündigen Operation die neue Lunge ein. Sie übersteht den Eingriff ohne Probleme. Sogar die Narbe, ihre große Sorge, ist gut gelungen. Der Unterschied zwischen alter und neuer Lunge ist deutlich zu erkennen. So, wir sehen jetzt hier 2 Röntgenbilder von Frau Ott. Das eine Bild vor Lungentransplantation, das andere Bild nach der Lungenverpflanzung. Das Bild vor der Transplantation zeigt
eigentlich die typischen Veränderungen in der Mukoviszidose-Lunge. Das Bild nach der Lungenverpflanzung zeigt dann einen normalen Röntgen-Thorax, also eine normale Aufnahme des Brustkorbs mit entsprechendem normalen Befund. Nur 18 Tage nach der Operation verlässt Manuela Ott das Krankenhaus. Doch mit der Transplantation ist es nicht getan. Die heute 35-Jährige muss jeden Tag starke Medikamente einnehmen und regelmäßig zur Nachuntersuchung. Dazu gehört auch die Lungenfunktionsanalyse. Okay, Frau Ott, dann jetzt mal ganz normal zunächst ein- und ausatmen, bitte. Die ambulante Betreuung der Patienten beinhaltet neben der ärztlichen Untersuchung auch immer eine Blutentnahme und auch die Messung der Lungenfunktion. Dieser Lungenfunktionstest kann uns wichtige Hinweise auf eine eventuelle Abstoßungsreaktion geben. Im ersten Vierteljahr nach der OP verändert sich Manuela stark. Die sonst so zierliche Frau nimmt in dieser Zeit 15 Kilo zu. Grund sind vor allem die Medikamente. Doch heute hat sie ihr Gewicht wieder im Griff. Als Heilpraktikerin setzt sie Akupunktur und verschiedene Naturheilverfahren ergänzend zur Schulmedizin ein. Auch für sich selbst. Sie glaubt, dass sie das Ganze nur dadurch so gut überstanden hat. Manuelas größter Wunsch vor der Operation war es immer, wieder richtig Luft zum Tanzen zu haben. Heute nimmt sie sogar Tango-Stunden. Denn Tango Argentino, sein Temperament und seine Dynamik ist das, was auch ihr Wesen ausmacht. Hallo Frau Ott. Hallo. Ja, ich freue mich, kommst rein. Wo geht's lang, da? Ja, hier. Gut. Frau Ott, wir waren jetzt bei Janine Kanzler, eine, ich sag mal, Leidensgenossin von Ihnen. Sie steht vor der Transplantation. Bei Ihnen ist die Transplantation 3 Jahre her. Wie kann man sich das vorstellen? Was geht da, was für Gefühle hat man da, wenn man vor einer solchen Operation steht? Also, es ist so, dass es am Anfang mir den Boden weggerissen hat, als ich wahrgenommen habe, dass ich keine andere Möglichkeit mehr habe, um einfach das Überleben zu sichern. Und es ist eine sehr schwere Operation und auch eine sehr schwere Entscheidung. Der Tag der Transplantation, wie funktioniert das? Also es funktioniert so, dass ich morgens noch ganz normal in der Praxis war und nachmittags einen Freund auf Kaffee und Kuchen zu Hause hatte und plötzlich kommt ein Anruf. Und das bedeutet, dass man in Sekunden einen Adrenalinstoß bekommt, Herzinfarkt ähnliche Symptome bekommt, ja, total durcheinander ist und erstmal auch nicht glaubt, ob das jetzt wirklich der Moment ist. Also es war für mich eine absolute Überraschung, obwohl ich ja drauf vorbereitet war innerlich, aber es war so unglaublich, dieser Moment. Und es ist so, dass wir dann nach 20 Minuten die Bestätigung hatten, dass das Organ wirklich passt. Und das ist ein absoluter Ausnahmezustand. Ich bin da in eine Sphäre reingerutscht, von wilder Aufregung über Tränen. Und in dem Moment kommen so alle Gefühle hoch, die man so die ganze Zeit versteckt hat. Also Todesängste, der Wahnsinn, der auf einen zukommt. Aber auch dieses Glücksgefühl, dass ein Organ jetzt einfach da ist. Nicht wissen, wie es weitergeht, ob das Leben hier zu Ende ist. Es ist einfach wirklich der Blick in den Tod. Das könnte ja durchaus passieren. Durchaus. Ich habe mich auch verabschiedet. Ich habe mich im Auto von der Welt verabschiedet und habe gesagt, das Beste, was mir jetzt passieren kann, ist, dass ich es erlebe noch danach. Aber mir war bewusst, dass das eine Todesgrenze ist. Und bin da sehr bewusst und intensiv reingegangen. Können Sie sich denn noch erinnern, wie das war, als Sie aufgewacht sind? Ja, kann ich. Erstmal ungewöhnlich. Wenn man betäubt ist, ist man ja in so einer Dämmerstimmung. Und irgendwann schoss mich der Gedanke, mein Gott, ich lebe. Und das war so schön. Das war absolutes Glücksgefühl. Ich lag zwar da und konnte mich nicht bewegen, aber so ein absolutes Glücksgefühl. Und gleichzeitig kam das Gefühl, oje, jetzt muss ich atmen, hoffentlich mache ich nichts falsch. Wie waren denn so die ersten Tage nach der OP? Ich hatte das große Glück, dass ich trotz Intensivstation viele Freunde an meinem Bett hatte. Ja. Und darum hatte ich auch gebeten, dass sie kommen, mir Witzchen erzählen oder mir Sachen bringen, die mir wichtig sind, mich unterhalten. Und dadurch war diese Zeit relativ leicht. Ich habe ja Ihre Bücher gelesen, wir haben sie hier auf dem Tisch liegen. Mhm. Und in diesen Büchern schreiben Sie ja auch von Ihren Freunden, von Ihrem Netzwerk. Mhm. Also dieses Netzwerk, was Sie da aufgebaut haben, das hat Sie dann auch im Krankenbett besucht. Genau. Ja. Mhm. Also eine Frage, die drängt sich mir jetzt noch auf. Wir wissen, dass die Prognose, also
die Zeit mit dem Organ, dass die auch begrenzt ist. Belastet Sie das? Also es belastet mich nicht so stark, weil ich nicht jeden Tag darüber nachdenke, dass da Statistiken gibt, die zwischen 7 und 10 Jahren sagen, dass die Lunge hält. Ich gucke eher so, wie ich es immer gemacht habe. Ich lebe jetzt und heute. Und zurzeit ist es einfach so, dass ich mich so unterstütze, dass ich jeden Tag in einer guten Verfassung bin. Frau, da möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses offene, ehrliche Gespräch. Sie haben eben erzählt von Ihren Freunden, von diesem Netzwerk. Und wie diese Freunde, wie dieses Netzwerk mit dieser Transplantation, mit dieser schweren Operation und mit dieser schwerkranken Manuela Ott umgegangen sind, das möchten wir jetzt auch mal unseren Zuschauern zeigen. Es gibt einige Menschen, die Manuela besonders in der kritischen Zeit nahestehen. Wie ihr Ex-Partner Hajo. Er ist einer der Ersten im Krankenhaus. Sie dann kurz vor der Operation noch mal zu sehen und auch nicht zu wissen, würde sie sterben. Das Thema Tod ist sowieso immer dabei gewesen, aber da war es noch mal klar, da wird jemand jetzt, macht eine schwere Operation und auch jemand sehr dünnes und zartes und ausgezehrtes auf eine Art, würden wir uns noch mal sehen. Und wir haben uns auf den letzten Drücker gerade noch so gesehen, weil die Operation vorgezogen wurde. Ja, und das war sehr gefühlsbetont. Das war auch nochmal sehr eng, obwohl wir schon getrennt waren. In dem Moment war es sehr eng. Sehr emotional ist auch das Wiedersehen mit Freundin Ulrike. Die Osteopathin, die hier demonstriert, wie sie Manuela behandelt, erlebt am Abend nach der Operation eine Überraschung. Ich habe schon befürchtet, ich könnte vielleicht eben mal eine Hand drücken oder ihr einfach ein paar Worte sagen. Und ich bin um die Ecke gebogen und sie saß lachend im Bett und begrüßte mich mit Hallo Uli. Und ich war wirklich völlig von den Socken, außer den Schläuchen, die man ringsum natürlich wahrnehmen konnte, war sie ganz fröhlich und guter Dinge und ich war völlig erstaunt. Von Tag zu Tag geht es Manuela besser. Ihr bester Freund Peter freut sich über die schnellen Fortschritte. Nach nur 4 Wochen Reha ist Manuela wieder so fit, dass sie das Leben neu entdecken kann. Das war schön zu erleben, wie jemand in dem Alter einfach Dinge wieder erlebt, die er eine ganze Weile gar nicht konnte. Also wie spazieren gehen, wie irgendwie mal ein Fahrrad fahren oder schwimmen, ohne in Luftnot zu kommen. Wir sind dann auch mal auf den Berg gegangen oder sowas. Und dann einfach so zu sehen, wie jemand sich freut, wie er das einfach toll findet, mal auf den Berg zu gehen, ohne Hilfe oder ohne Atemnot und sowas. Also das war spannend, das war schön. Ja, liebe Zuschauer, das war's. Wir haben Ihnen 2 Mukoviszidose-Patientinnen vorgestellt, Manuela Ott und Janine Kanzler. Janine Kanzler drücken wir natürlich die Daumen, dass es ihr eines Tages so gut geht wie Manuela Ott. Wir bleiben auf jeden Fall an diesem Fall dran und werden weiter berichten. Ja, und Manuela Ott, der wünschen wir, dass sie noch lange, lange sehr intensiv ihren Tango tanzen kann. Was haben wir gelernt aus dieser Geschichte? Es gibt fast bei jedem Krankheitsbild, auch bei diesem schweren Krankheitsbild Mukoviszidose, einen Weg. Wer sich für dieses Krankheitsbild, für die Möglichkeiten der Behandlung interessiert, kann bei uns im Internet nachlesen. Ich sage schon mal Tschüss, machen Sie es gut und vor allen Dingen bleiben Sie mir gesund.